Willkommen zu einem weiteren Update, diesmal wieder zu Crypto Allstars. Über das Projekt habe ich ja schon länger nicht mehr gesprochen. Es wird aber auch auf jeden Fall Zeit, denn wenn du dir die letzten Tokenkäufe so ansiehst, dann merkst du, eieiei, die Käufe sind ordentlich nach oben gegangen, regelrecht explodiert. Bisher ist der Presale ja irgendwie vor sich hingedümpelt, aber jetzt haben wir einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach dem Stars Token. Und das ist natürlich ein klares Zeichen dafür, dass das Projekt bei den ganzen Memecoin-Investoren immer mehr Aufmerksamkeit findet. Und wenn du bisher mit Crypto Allstars noch nichts am Hut hattest, dann lass mich dich ganz kurz auf den neuesten Stand bringen. Stell dir einfach mal vor, du könntest all deine Lieblings-Memecoins an einem zentralen Ort staken, ohne die mühsame Verwaltung mehrerer Wallets oder Blockchains. Und genau das möchte Crypto Allstars mit seinem Meme Vault erreichen. Für viele Investoren, vor allem den ganzen Neulingen, war das Staken von Memecoins bisher ein eher aufwendiger Prozess. Also verschiedene Blockchains, mehrere Wallets, undurchsichtige Renditeoptionen und auch ein hoher Verwaltungsaufwand. Und diese Hürden führten eben dazu, dass viele, vor allem halt eben neue Nutzer, das Potenzial ihrer Coins nicht vollständig ausschöpfen konnten. Darüber hinaus wurden natürlich bestehende Lösungen oft keine zufrieden stellenden Renditen. Und die Lösung ist dann quasi das, was Crypto Allstars mit dem Meme Vault erreichen möchte. Die adressieren dieses Problem mit einem eben zentralen Ansatz. Im Meme Vault kannst du dann die ganzen verschiedenen Meme Coins, ich sag halt mal so die schon größeren, wie Dogecoin, Shiba Inu, Floki und den ganzen Spaß staken. Und das eben unabhängig von der jeweiligen Blockchain. Und das Ziel ist es, einfach eine benutzerfreundliche, effiziente Plattform zu schaffen, die die ganzen Memecoin-Investoren dabei unterstützt, das volle Potenzial ihres Investments auszuschöpfen. Der native Coin des Projektes, der Stars Token, der spielt eine Schlüsselrolle im Ökosystem. Denn die ganzen Nutzer können dann nicht nur ihre Memecoins, sondern auch den Stars Token selbst staken, was die Renditen dann deutlich erhöhen soll. Das Konzept basiert auf einem Belohnungssystem, das halt einfach Anreize schafft, Stars Token langfristig zu halten, und das könnte dann die Nachfrage nach dem Token nachhaltig steigern und somit auch die Stabilität des Projektes fördern. Wie du sehen kannst, wurden bisher 4,6 Millionen Dollar eingesammelt und nach Abschluss des Presales soll dann der Stars Token auf einer dezentralen Börse gelistet werden oder mehreren, auf jeden Fall Uniswap, gefolgt dann von der Einführung des Meme Vaults, indem du dann ja zu Anfang so 11 verschiedene Meme Coins staken wirst können. Und die nächsten Schritte umfassen dann weitere Börsenlistungen und auch die Integration zusätzlicher Features, um das Ökosystem halt eben zu erweitern. Aber ich glaube, du kennst meine Meinung dazu. Nimm auf jeden Fall am Anfang Gewinne mit und sieh vielleicht nicht mehr so schnell zurück, denn die Aufmerksamkeit vieler Memecoin-Investoren richtet sich dann eigentlich immer auf den nächsten Presale. Insgesamt umfasst das Projekt 42 Milliarden Token, von denen 20%, also 8,4 Milliarden, für den Presale reserviert sind. Wie ich in meinem letzten Video dazu bereits errechnet hatte, müssten das so um die 57% der Presale-Token eben im Staking gebunden sein. Das ist auf jeden Fall in Ordnung, sag ich mal, jetzt im Vergleich zu Paper Unchained, wo über 75% im Staking sind, ist das natürlich relativ wenig. Das könnte halt einfach bedeuten, dass nach dem Listing ein gewisser Preisdruck entsteht, wenn halt einfach einige ihre Token verkaufen wollen, aber das muss nicht unbedingt. Wenn du auch dabei sein möchtest, dann findest du auf der Webseite eine Anleitung. Im Grunde ist das alles ziemlich einfach. Nutze hier die Best Wallet, dazu habe ich ja vor kurzem auch ein Video gemacht. Das ist eigentlich so das Praktischste. Und du kannst auch an dem Presale von der Best Wallet mit teilnehmen. Das wäre vielleicht auch nochmal eine interessante Option für dich. Schau gerne mal rein. Den Link zu diesem Projekt findest du aber auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Nutze diesen am besten auch, um auf keine Scams hereinzufallen. Und dann geh einfach der Anleitung nach. Im Großen und Ganzen bleibt Crypto Allstars aber ein Memecoin. Und Memecoins performen aktuell einfach unglaublich stark. Wenn du dir mal so die Top-Gainer des Tages anschaust, dann sind Memecoins eigentlich fast immer vorne mit dabei. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich dann Potenzial auch darin sehe. Aber das soll es jetzt mit dem Video gewesen sein. Wenn dich eben das Projekt interessiert, dann schau gerne mal rein. Ansonsten halte ich dich weiter auf dem Laufenden. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.